Du sollst nicht stehlen. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Das siebte Gebot und die Erklärung im kleinen Katechismus Martin Luthers. Seit Menschengedenken lernen Konfirmandinnen und Konfirmanden diese Worte auswendig. Die 10 Gebote, sie sind uns eingeschrieben. Aber wer von uns beschäftigt sich schon damit? Wer, der nicht gerade Konfirmand ist oder Konfirmanden unterrichtet? Die 10 Gebote, sie werden eingeleitet mit den Worten: Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus Ägyptenland, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. So werden sie eingeleitet und das macht deutlich, die 10 Gebote sind nichts, was uns gängeln sollen, keine Gesetze, die uns klein machen, klein halten sollen, sondern sie helfen uns zur Freiheit. Und Gott, der sie uns gibt, hat zuallererst sich selber offenbart, sich selber gezeigt, indem er uns Menschen frei macht. Und als freie Menschen sollen wir uns an die Regeln halten. Es ist ein strenger Imperativ, nicht stehlen, oder vielleicht besser gesagt, du stiehlst nicht. Es ist ein Imperativ und es ist zugleich eine Verheißung. Du sollst nicht stehlen oder du wirst nicht stehlen. Denn du bist frei und du hast es überhaupt nicht nötig. Es ist eine Verheißung, die darin liegt, dass die Gebote Regeln sind, die wir einhalten können und einhalten werden. Das Stehlen also. Nun wird kaum jemand von uns zu denen gehören, die anderen etwas bewusst wegnehmen, vielleicht noch mit Gewalt. Stehlen, Martin Luther umschreibt es in seiner Erklärung. Es geht darum, dass auch die Menschen an unserer Seite ihre Lebensgrundlagen behalten sollen und mehr noch, dass wir ihnen helfen sollen, ihre Lebensgrundlagen zu haben. Wir stehlen selten direkt jemandem etwas, aber trotzdem gehören wir alle zu denen, die mehr nehmen, mehr haben, als wir brauchen. Das liegt schon daran, dass wir in einem sehr reichen Land leben, in einer reichen Stadt. Selbst die, die sich im Vergleich mit ihren Nachbarn arm fühlen, sind um Vielfaches reicher als Menschen in anderen Ländern dieser Welt. Wir kaufen billig ein, auf Kosten der Menschen, die in anderen, in armen Ländern einen Hungerlohn bekommen. Wir verbrauchen Ressourcen, weil wir mit unserem Geld es uns leisten können, sie anderen zu nehmen. Wir verbrauchen die Ressourcen dieser Umwelt für unsere Urlaubsreisen und leben so auf Kosten der kommenden Generationen. Du sollst nicht stehlen, du brauchst nicht mehr zu nehmen, als du wirklich benötigst. Wir können sagen, ich habe genug, ich brauche nicht mehr. Wir können sogar sagen, ich habe mehr, als ich brauche. Ich kann etwas abgeben. Die 10 Gebote, sie sind uns Anleitung, wie wir miteinander leben können. Eine Anleitung, wie wir in Freiheit miteinander leben können. Die Freiheit, die Gott uns schenkt.
Und bevor wir bei den Geboten, dass du sollst nicht, du darfst nicht hören, ist es wichtig, Gottes freimachendes Handeln wahrzunehmen. Er schenkt uns das Leben, er schenkt uns, was wir zum Leben brauchen. Aus seiner Liebe heraus leben wir und seine Liebe sollen, müssen, dürfen wir weitergeben. Amen. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, wenn Friede und Freude und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Es kommt die Zeit, in der die Völker sich versöhnen, wenn alle befreit sind und zusammenstehen in einem Haus der Welt. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen, mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der Menschengeist des Schöpfers Plan bewahrt. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, wenn Friede und Freude, Lieb und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen. Thank you.